Herzlich willkommen zu meiner Einführung in die Wettbewerbsanalyse. Der Titel lautet Wettbewerbsanalysen in der industriellen Praxis, weil die hier vorgestellten Methoden und Vorgehensweisen das Resultat meiner langjährigen Erfahrung als Leiter der Abteilung Business Development in einem global aufgestellten Unternehmen sind und weil diese vor allem in Industriefirmen wirkungsvoll zur Anwendung kommen können. Sinngemäß können die Verfahren aber natürlich auch in anderen Unternehmen, etwa in Dienstleistungsunternehmen, angewandt werden. Wettbewerbsanalysen werden in Unternehmen vor allem im strategischen Management für Zwecke der Strategieanalyse und der Strategieplanung sowie im Marketing eingesetzt. Analysen der Konkurrenz sind beispielsweise wichtig für die Positionierung eines Unternehmens im relevanten Markt und zur Beurteilung der Strategien, die die Hauptkonkurrenten verfolgen, aber auch um Bedrohungen durch potenzielle neue Wettbewerber erkennen oder um sich gegenüber der Konkurrenz differenzieren zu können. In der unternehmerischen Praxis können Wettbewerbsanalysen zu ganz unterschiedlichen Zwecken eingesetzt werden. Je nach Zielrichtung unterscheidet man zwei Arten. Zum einen die strategischen Wettbewerbsanalysen, die vor allem Inputs für Strategieentscheidungen und für die strategische Planung liefern sollen. Und zum anderen operative Wettbewerbsanalysen, die das laufende Geschäft und hier in erster Linie Produktmanagement sowie Vertriebs- und Marketingfunktionen unterstützen sollen. Bei der strategischen Wettbewerbsanalyse stehen eher ganzheitliche Betrachtungen im Vordergrund. Beispielsweise die Konstellation im gesamten relevanten Markt, also etwa die Wettbewerberlandschaft, die Marktpositionen der verschiedenen Konkurrenten oder Firmenvergleiche. Ein weiterer Aspekt betrifft die Konkurrenzfirmen, die hier in all ihren Facetten betrachtet werden, also etwa deren Strategien, ihre Portfolios, Finanzkennzahlen und Marktanteile sowie ihre Stärken und Schwächen. Demgegenüber dient die operative Wettbewerbsanalyse der Identifikation von Wettbewerbsvorteilen für den Vermarktungsprozess, zum Beispiel der Erkennung von Differenzierungs- oder Alleinstellungsmerkmalen, die im Rahmen von Marketingkampagnen genutzt werden. Aus diesem Grund wird der operative Teil auch häufig als taktische Wettbewerbsanalyse bezeichnet. Bei den Wettbewerbsvorteilen kann es sich sowohl um bereits existierende Wettbewerbsvorteile handeln, die im Sinne von Marketing- und Vertriebsargumenten verwendet werden können, oder um zukünftig erst noch zu realisierende Wettbewerbsvorteile, die Inputs für das Produktmanagement darstellen, also bei der Produktplanung und Entwicklung berücksichtigt werden sollen. Die Übersicht auf der Folie zeigt, wie sich die beiden Wettbewerbsanalyseverfahren unterscheiden, und zwar anhand einiger wesentlicher Merkmale, wie zum Beispiel den wichtigsten Inhalten oder Ergebnissen jedes Verfahrens sowie der jeweiligen Zielgruppe und der genutzten Datenquellen.